Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Das erste Video, was sich sozusagen einer im Livestream gewünscht hat. Und zwar hatten wir da das Gespräch, dass ich mal eine Handstand Masterclass zusammen mit dem guten Max gemacht habe. Dann nochmal großes Dankeschön an dich, Max. Und da wurde gefragt, wie man am besten Handstand lernt. Und da habe ich gesagt, ja, ich hatte mal so ein E-Book gemacht und wie eine Videoreihe. Und genau diese Videoreihe bekommst du jetzt. Das bedeutet, das ist ein bisschen längeres Video und wir zeigen dir wirklich von der Pike auf, wie du einen Handstand lernst. Das heißt, wenn du gerade anfängst oder deinen Handstand perfektionieren willst und ein paar Übungen lernen willst, wie du deinen Handstand besser machst, dann bist du genau richtig in diesem Video. Ich mache so nur ein kurzes Intro und dann laufen wirklich die Videos hintereinander weg und du kannst es dir von vornherein alles angucken. Wenn du merkst, dass du bei irgendeinem Punkt noch nicht weiterkommst, dann drück einfach auf Stopp, trainier bis dahin, bis du so weit bist, dass du weiterkommen kannst und dann machst du weiter. Das heißt, dieses Video ist wirklich ein bisschen länger und es ist einfach ein Wunschvideo von einem meiner Abonnenten. Das dürft ihr übrigens immer gerne äußern. Wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache gerne Videos dazu und wenn du gerade das erste Mal zuschaust, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Also lass mir gerne ein Abo da. Aber ich will nicht so viel reden. Viel Spaß mit der Handstand Masterclass. Peace, bis bald. Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Video der Handstand Masterclass. In diesem Video zeigen wir euch als allererstes die Key Facts. Und hier bekommt ihr dann mal eine kleine Einführung, wie das Ganze dann auf Video aussieht und in echt. Dann könnt ihr direkt mittrainieren. Ich will auch gar nicht so lange drum herum reden. Die nächsten Übungen zeigt euch der Max. Hi Leute, ich bin Max und wir legen direkt los, indem wir unsere Handgelenke aufwärmen. Wir fangen einmal an, in die optimale Handposition zu gehen. Einmal wieder Zeigefinger zeigen nach vorne. Aus der Position fangen wir jetzt mit den Fingerpulses an. Wir gehen aus der Startposition einmal nach oben hoch, versuchen richtig die Spannung drauf zu halten. Wieder langsam runter und wiederholen das Ganze. Versucht dabei richtig die Fingerspitzen in den Boden reinzudrücken und wieder hochzugehen. So. Wir machen weiter mit den Handflächenlifts. Das läuft ähnlich ab wie mit den Fingerspitzenlifts. Wir setzen die Hände wieder komplett auf, heben diesmal aber mit den kompletten Handflächen ab und versuchen jetzt aus der Startposition nach rechts und links zu rotieren. Ab und zu mal wieder abzusetzen. Wieder anzuheben und das Ganze richtig warm zu machen, dass wir da die Grundgelenke von den Fingern durchbewegen können und auf die Belastung vorbereiten. Wir machen weiter mit der Ellbogenrotation. Dazu setzen wir die Hände wie vorhin auch schon auf und versuchen aus der Position einmal komplett unsere Ellbogeninnenseiten nach vorne zu rotieren und das Ganze nach außen. Versucht die Arme dabei gestreckt zu lassen und in den Boden wirklich richtig reinzudrücken. Ihr werdet merken, dass es hier so einen leichten Zug an den Handinnenflächen gibt, beziehungsweise an den Handgelenken. Aber das ist genau das, was wir haben wollen. Wir machen weiter mit den 360 Rotations. Dabei geht es darum, dass wir die Handgelenke jetzt in den kompletten Bewegungsrichtungen durchmobilisieren. Wir fangen jetzt einmal an, uns nach vorne zu lehnen und aus der Position dann abwechselnd mal immer eine Hand nach außen und das Gewicht zu verlagern. Versuchen wir jetzt als erstes mal alle Seiten durchzugehen, so wie wir die Hände normal haben. Und anschließend einmal das Ganze auf den Handrücken. Wir machen jetzt weiter mit den Forward Leans. Dazu setzen wir die Hände einmal auf den Boden auf und wollen jetzt imitieren, dass wir beim Handstand nachher richtig arbeiten müssen und ja, die Endposition einnehmen und versuchen aus der Position jetzt so weit wir können nach vorne zu gehen. Ihr seht jetzt bei mir hier schon, wie das hier so ein kleines bisschen weiß wird. Das ist, weil das Handgelenk da leicht gestaucht wird. Und das ist genau der Reiz, den das bis jetzt noch nicht kennt und ja, auf den wir hin trainieren wollen, damit wir da das Ganze ein kleines bisschen besser kompensieren können, sag ich jetzt mal.
Wir kommen jetzt zu den Backward Leans. Backward Leans, dazu setzen wir die Hände einmal so auf den Boden auf, dass unsere Fingerspitzen zu den Knien zeigen. Und aus der Position setzen wir uns einmal, versuchen wir es nach hinten auf die Fersen. Werdet ihr merken, dass wir hier einen sehr großen Zug auf den Unterarm spüren. Das kommt einfach daher, weil das Handgelenk diese Extension einfach gar nicht gewöhnt ist und wir einfach gucken müssen, dass es ein kleines bisschen mobiler wird, um nachher optimal im Handstand stehen zu können. Wir machen weiter mit dem Rumpföffner an der Wand. Dazu brauchen wir eine Wand. Wir stellen die Hände in etwa auf Schulterhöhe auf. Wir nehmen es jetzt einmal nach unten runter, versuchen so locker zu lassen, wie wir können, dass der Armrumpfwinkel hier möglichst 180 Grad beträgt. Versuchen jetzt ganz wichtig in der Position einmal die Hüfte zu den Rippen hinzuziehen. Dass wir hier wirklich versuchen, nur aus den Schultern zu arbeiten und nicht aus dem Rücken zu kompensieren. Jetzt ganz kurz halten, wieder kurz locker lassen, um dann wieder in die Position reinzugehen. Versucht euch da ganz einfach Stück für Stück runterzuarbeiten. Das wird wahrscheinlich bei euch noch nicht am Anfang so gut aussehen, aber je öfter ihr das Ganze macht, desto besser wird das. Und ja, dann wir machen jetzt weiter mit dem Rumpföffner von einer Erhöhung. Das ist was Ähnliches wie das, was wir gerade an der Wand schon gemacht haben, nur ein kleines bisschen schwieriger. Dazu gehen wir einmal auf die Knie vor irgendeiner Erhöhung. Ihr könnt einen Stuhl nehmen, den Tisch oder Ähnliches, das, was ihr gerade zur Hand habt. Wir legen einmal die Ellbogen auf und versuchen jetzt genau dasselbe, was wir an der Wand gemacht haben, auch hier. Versuchen locker zu lassen. Wir versuchen ein kleines bisschen tiefer runterzukommen, aber auch hierbei wieder die Hüfte zu den Rippen ziehen, dass wir da wirklich nur aus der Schultermuskulatur bzw. aus der Schulter arbeiten, um da eure Beweglichkeit ein kleines bisschen zu verbessern. Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass es hinten am Rücken, vielleicht auch vorne an der Brust ein kleines bisschen zieht. Das ist einfach, weil das noch eine ungewohnte Bewegung ist. Und je öfter ihr das Ganze macht, desto besser wird das. Und dann könnt ihr auch nachher, wenn ihr auf den Handstand oder Ähnliches hintrainiert, deutlich mehr Erfolge erzielen, wenn ihr da einfach am Anfang ein kleines bisschen mehr Arbeit reinsteckt. So, Leute, wir machen weiter mit der Brücke, der Klassiker aus dem Sport. Dabei werdet ihr gleich merken, dass ganz klar die komplette Brust, Bauch und Schultermuskulatur richtig aufgezogen wird und wir da an der Öffnung des Armrumpfwinkels arbeiten, um halt nachher den Handstand einfach verbessern zu können. Wir starten einmal auf dem Rücken. Die Füße kommen komplett auf den Boden und wir legen uns als erstes mal hin. Nehmen jetzt die Hände einmal so nah unter die Schulter, wie wir können, und drücken uns aus der Position einmal nach oben. So, jetzt sind wir schon mal oben. Aus der Position versuchen wir jetzt einmal die Beine zu strecken, so weit wir können, um richtig den Armrumpfwinkel öffnen zu können. Guckt dabei ruhig die Hände an. Und wir setzen uns wieder ab. Seht ihr, mein Kopf ist ein kleines bisschen rot geworden, das ist ganz normal. Vergesst bitte das Atmen dabei nicht, so wie ich gerade, sondern versucht einfach weiter zu atmen. Und dann werdet ihr merken, wie Stück für Stück der Armrumpfwinkel immer weiter aufgeht, was die Grundvoraussetzung ist, damit wir später den Handstand richtig schön stehen können. Wir fangen an mit den Pike Trucks. Pike Trucks sind dazu da, dass wir die ganze Aktivierung der gesamten Schultermuskulatur ein kleines bisschen fördern können. Dazu starten wir einmal in der Liegestützposition. Drücken uns aus der Position einmal nach hinten, ein kleines bisschen weiter nach oben, dass der Armrumpfwinkel hier komplett aufgeht, und drücken uns jetzt aus der Position so weit wir können vom Boden weg. Versuchen jetzt den Armrumpfwinkel offen zu lassen und jetzt hier aus den Schultern heraus und hoch und runter zu drücken. Ganz wichtig, versucht die Arme so gerade zu lassen, wie ihr könnt, und nur aus den Schultern zu arbeiten. Kommt zu der letzten Übung für die Schultern, das sind die Pull-Throughs. Bei den Pull-Throughs geht es darum, dass wir über die gesamte Bewegungsamplitude von der Schulter es lernen, die Kraft einfach aufrecht zu erhalten. Und dazu braucht ihr ein kleines Hilfsmittel. Ich habe jetzt hier so eine schöne Stange. Ihr könnt zu Hause einfach einen Besenstiel, einen Stock oder Ähnliches nehmen. Wir beginnen damit, uns einmal auf den Bauch zu legen und die Stange deutlich weiter als schulterweit zu greifen. Je breiter ihr jetzt greift, desto einfacher wird das Ganze. Später versuchen wir dann Stück für Stück wieder enger zu werden, um das Ganze ein kleines bisschen schwieriger zu machen. Wir starten einmal sehr breit, legen jetzt den Kopf einmal auf den Boden ab, versuchen oben unsere Arme einmal anzuheben und so weit
in Richtung Po zu führen, wie wir können. Aus der Position gehen wir wieder zurück. Und das war's auch eigentlich schon. Wir können jetzt versuchen, natürlich das Ganze noch etwas enger zu machen und dadurch die Schwierigkeit dann zu erhöhen. Wenn ihr das Ganze noch schwieriger haben wollt, könnt ihr das Ganze gerne auch mit einem kleinen Zusatzgewicht an der Stange machen. Mache ich jetzt heute nicht, weil wir keine Gewichte dafür da haben. Aber das wäre ein kleiner Anreiz, mit dem ihr das Ganze noch ein kleines bisschen schwieriger machen könnt. Hey Leute, wir fangen jetzt an unserer Rumpfspannung zu arbeiten in den Preparations, um halt nach dem Handstand wirklich diese schöne gerade Linie erreichen zu können. Dazu starten wir einmal auf den Boden. Wir legen uns dazu hin, einmal auf den Rücken, versuchen erst aus der Position hier den unteren Rücken einmal so weit in Richtung Boden zu drücken, wie wir können. Und als erstes einmal nur mit den Füßen abzuheben. Wenn das ohne Probleme bei euch klappt, nehmen wir die Arme nach hinten. Die Schultern heben auch leicht vom Boden ab. Der untere Rücken bleibt immer noch im Bodenkontakt und wir halten das Ganze. Ihr werdet merken, dass gerade die komplette Bauch- und Rumpfmuskulatur sehr viel arbeitet. Aber genau das ist nachher das, was wir im Handstand auch machen müssen, um halt wirklich diese schöne gerade Linie erreichen zu können. Wir kommen einmal zu den Straddle Leg Lifts. Ähnlich wie bei den Seated Leg Lifts, wo wir das Ganze im Sitzen mit einem Bein machen, gehen wir bei den Straddle Leg Lifts einmal in die gespreizte Grätschposition. Die Arme kommen vorne auf den Boden. Je weiter wir jetzt nach vorne mit den Händen gehen, desto schwieriger wird das. Wir starten einmal so in etwa auf Kniehöhe und versuchen jetzt aus der Position abwechselnd mal das eine Bein und das andere Bein anzuheben, kurz oben zu halten, um gerade die Aktivierung von euren Oberschenkeln zu fördern, um nachher halt auch wirklich die Spannung in der kompletten Unterkörper halten zu können, damit wir dann den Handstand auch perfekt stehen können und möglichst lange natürlich auch halten können. Hey Leute und herzlich willkommen zum Practice-Video. Wir starten mit ein paar Übungen, die ihr ganz leicht nachmachen könnt zu Hause, um dann später den perfekten Handstand zu stehen, okay? Wir starten mit den Wall Walks. Dazu braucht ihr erstmal wieder eine Wand. Und geht vorne in Ausgangsposition. Achtet darauf, dass die Hände immer schulterbreit sind. Aktiv in den Boden greifen. Und ihr startet mit den Füßen an der Wand und lauft langsam mit den Füßen. Die Hände folgen, bis ihr irgendwann an der Wand dran seid. Ihr werdet am Anfang vielleicht jetzt nicht so ganz nah wie ich an die Wand kommen, aber nach und nach entwickelt ihr mehr Kraft in den Schultern, um später auf den Handstand stehen zu können. Wir wandern hier nach vorne und wieder zurück. Achtet immer darauf, dass ihr den Kopf zwischen den Armen habt. Nicht so wie ich jetzt gerade, aber das ist, weil ich mit euch rede. Übung Nummer 2 ist, wenn ihr an der Wand steht, das heißt, aber andersrum, setzt wieder die Hände ungefähr schulterbreit auf, geht an die Wand ran, bis ihr steht, und jetzt drückt ihr mit den Fingerspitzen hier vorne in den Boden rein und hebt dadurch von der Wand ab. Das heißt, drücken und ihr hebt ab. Dann steht ihr eigentlich auch schon. Und wenn ihr nicht mehr könnt, setzt ihr einfach wieder die Füße an die Wand und könnt wieder sicher stehen. Im Prinzip habt ihr, wenn ihr das geschafft habt und die Dauer immer länger wird, wenn ihr den Handstand steht, könnt ihr schon den Handstand eigentlich perfekt stehen. Natürlich gibt die Wand euch am Anfang immer noch Sicherheit, deswegen trainiert so lange ruhig an der Wand, wie ihr euch damit sicher fühlt. Aber irgendwann solltet ihr euch den Schritt von der Wand wegtrauen und den freien Handstand stehen. Da könnt ihr auch gerne von unten ruhig anfangen, weil man neigt dann nicht so sehr dazu, den Schwung zu viel zu nehmen, dass man überkippt. Ich habe selber auch den Handstand immer von unten gelernt. Das heißt, ihr setzt wieder hier die Hände auf, schulterbreit und schwingt hoch. Bis ihr irgendwann den Punkt habt, wo ihr merkt, oh, da kann ich ein bisschen stehen, und den versucht ihr dann zu halten.
das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Denkt dran, macht es langsam, nicht zu viel. Ihr wollt euch nicht verletzen, denn ihr wollt ja weiter trainieren. Macht lieber jeden Tag ein, zwei, drei Übungen zum Handstand, anstatt 2 Stunden lang einmal die Woche. Denn desto öfter ihr es eher macht, desto schneller werdet ihr auch lernen, desto schneller passt sich euer Körper an und ihr seid dem Handstand nicht mehr weit entfernt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Herzlich willkommen zu Video Nummer 3 und zwar jetzt Practice. Es geht um die Kraftübungen, damit ihr ein bisschen Kräftigung habt in den Schultern, um später in Handstand auch lange stehen zu können. Wir starten direkt auch mit der ersten Übung, zwar mit den Pike Push-Ups. Ganz wichtig dafür müsst ihr natürlich erstmal Pike Hold können. Das heißt, ihr geht hier vorne in die Plank-Position, verlagert das Gewicht nach vorne, drückt euch raus aus den Schultern, dass ihr möglichst viel Gewicht auf den Schultern habt. Wenn ihr das könnt, könnt ihr versuchen, hier in einen leichten Push-Up zu gehen. Ihr müsst auch nicht direkt so tief gehen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, sondern könnt auch erstmal leicht gehen, irgendwann tiefer. Davon macht ihr dann immer ein paar Wiederholungen, bis ihr merkt, ihr habt eine Kräftigung und einen Trainingsreiz gesetzt. Nächste Übung ist, wir haben es in Breakletics Up genannt, und zwar eigentlich für mich eine super Übung, kann man easy machen, ohne dass man direkt Angst hat, überzukippen im Handstand. Und zwar fangt ihr einfach in der Hocke an. Denkt dran, alle Regeln, die ihr gelernt habt von der Preparation für eure Hände, ganz, ganz wichtig immer. Setzt die Hände jetzt gleich vorne auf, nehmt ein bisschen Schwung, lasst die Knie aber immer an der Brust. Ganz wichtig, dass ihr nicht das hier macht. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht die Beine nach hinten überkippen, sondern wir lassen die Knie vorne. Das heißt, Hände breit machen und ihr geht leicht ab, wieder zurück und ab. Und wieder zurück. Ab. Wieder zurück. Und selbst hier werdet ihr merken, desto mehr Kraft ihr bekommt, desto länger könnt ihr stehen. Das waren meine 2 Übungen für euch. Die nächste Übung zeigt euch der Max. Ich übergebe. So. Letzte Übung beim Push. Das sind die Handstand-Schulter-Taps. Wir suchen uns wieder eine Wand, an die wir rangehen. Die Wallwalks kennt ihr schon. Wir gehen jetzt wieder einmal die Wand nach hinten hoch mit den Füßen und so nah an die Wand ran, wie wir können. Versuchen jetzt hier wieder die Fingerspitzen richtig in den Boden reinzudrücken und unser Gewicht langsam auf einen Arm zu verlagern. Von hier aus einmal die Hand anheben und das Ganze auf der anderen Seite zu wiederholen. Gerade am Anfang ist das sehr ungewohnt, dass ihr wirklich lernt, mit der einen Hand in den Boden reinzudrücken und die andere einmal gezielt abzuheben. Aber je öfter ihr das Ganze macht, desto besser klappt das Ganze dann auch. Okay Leute, letztes Video von mir für euch. Und zwar möchte ich euch gerne meine Lieblingsvarianten zum Handstand einmal zeigen, weil wir haben jetzt nur den Basic Handstand einfach nur gemacht und es gibt natürlich noch mehr Dinge, die man auf den Händen anstellen kann. Wie vielleicht manche von euch wissen, die mich irgendwo anders in Social Media Kanälen verfolgen, komme ich ursprünglich aus dem Breakdance Bereich und da gibt es jede Menge Aktionen, die man gut auf den Händen machen kann. Und zwar Nummer 1, eine meiner absoluten Favoriten, sind die Hand Hops und ich werde euch als allererstes die normalen Hand Hops auf beiden Händen einmal kurz zeigen. Nur, dass ihr mal so ein bisschen Motivation kriegt, wo es dann mal irgendwann hingehen kann. Also ihr steht, habt die Beine in so einer Scherenposition und schwingt dann einfach so ein bisschen hin und her mit den Beinen und kommt dann in so eine kleine Hop-Position. Denkt nicht dabei, dass ihr aus den Armen drücken müsst. Die Arme macht eigentlich fast gar nichts dabei. Nummer 2, und zwar sind das die One-Hand-Hops. Das gleiche im Prinzip, nur auf einem Arm. Ich mache jetzt eine andere Variante und nicht diese Scissor-Variante, sondern dass ich mit beiden Beinen nach oben pushe. Einmal für euch DJ-Musik.
Ja, das waren die One-Hand-Ops. Ops. Funktioniert eigentlich ähnlich. Wir lassen den Arm einfach steif. Mit dem anderen Arm, kleiner Tipp für alle, die Hand-Ops auch trainieren. Ich pushe mit dem anderen Arm gleichmäßig wie mit meinen Beinen nach oben, weil ich dann einfach besser das Gleichgewicht halten kann. Wenn ich die Scissors machen würde, würde mein Arm das hier machen. Weil er sich einfach mitbewegt. Genauso wie die Beine. Letzte Variante. Tease ich euch so ein bisschen den Air Freeze an. Das ist ein Handstand auf einer Hand, aber nur kurz gehalten, also keine Balance. Jeder von euch kennt wahrscheinlich ein Rad. Sieht so aus. Jetzt macht ihr das Gleiche, nur dass ihr einfach stehen bleibt. Ihr macht das Rad nicht ganz. Das heißt, geht bis hier hin und bleibt stehen. Dann habt ihr verschiedene Varianten, was ihr mit den Beinen machen könnt. Standardvariante L-Kick. Oder ihr grätscht die Beine. Könnt ihr mal kurz zum Fuß greifen. Auch hier könnt ihr beide Beine an die Brust anziehen. Es gibt alle möglichen Varianten. Eigentlich seid ihr frei. Viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht hat es euch ein bisschen motiviert, noch weiter zu lernen. Bis dahin. Ciao. So Leute, ihr habt jetzt von Daniel die drei Übungen gesehen. Von mir gibt es jetzt auch noch mal so ein, zwei kleine Teaser, mit denen man vielleicht weitermachen kann, wenn der Handstand bei euch schon gut klappt. Anders als der Daniel komme ich nicht aus dem Breakdance, sondern eher aus dem turnerischen Bereich. Und bei mir ist alles eher so in geradlinigen Bewegungen. Ich zeige euch ein kleines bisschen was auf den Parallels. Heißt auf Handstandplätzchen. Das ist ein kleines bisschen anders zum Stehen, aber wenn ihr euch dann einmal daran gewöhnt habt, deutlich einfacher, weil wir mehr Kraft ausüben können. Wir fangen einfach mal damit an, hoch in den Handstand zu gehen. Und aus der Position können wir jetzt anfangen, beispielsweise uns mal ein kleines bisschen zu verlagern und auch hier damit zu spielen, was wir beispielsweise mit den Beinen machen oder ähnliches. So, das waren jetzt so die ersten ein, zwei kleinen Eindrücke, womit man am Ende noch weitermachen kann, wären beispielsweise diese sogenannten Straddle Presses oder Schweizer Handstände, je nachdem, welchen Ausdruck ihr dafür nehmen wollt. Wir fangen wieder einmal an, ganz normal in den Handstand hochzugehen, versuchen von da aus dann aber beispielsweise einmal ganz langsam diese exzentrische Phase zu machen, dass wir versuchen, irgendwann vielleicht aus der stehenden Position, aus Kraft, in den Handstand hochzukommen. Ihr habt das bestimmt schon im Internet, auf dem einen oder anderen Video gesehen. Wir fangen jetzt einfach damit an, wieder nach oben in den Handstand zu gehen und dann gleich langsam einmal runter. So, wir stehen jetzt einfach im Handstand und fangen aus der Position an, die Beine langsam zu spreizen, soweit wir können. Und jetzt die Phase schön langsam aus Kraft, so weit nach unten zu gehen, wie wir können. Später kann man das Ganze dann nicht nur von oben nach unten machen, sondern vielleicht auch irgendwann von unten nach oben aus Kraft. Aber da werdet ihr bestimmt ganz alleine hinkommen. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß bei eurem Handstand. So Leute, unser kleines Verabschiedungsvideo für euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unser Produkt zu kaufen. Vielen Dank, dass ihr fleißig trainiert habt, hoffentlich da zu Hause. Für alle, die das dritte Paket gekauft haben mit dem Live-Coaching, wir sind sehr gespannt auf eure Videos. Ich verabschiede mich von euch. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Fortsetzung von dem Produkt, wenn der Max nochmal Bock hat. Ich bin auf jeden Fall dabei. Es kommt darauf an, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, wir hoffen, dass ihr euer Ziel erreicht habt, den Handstand zu lernen, halten zu können, vielleicht zu verbessern. Und lasst euch uns ruhig an eurem Prozess teilhaben. Wie gesagt, der Hashtag kein Tag ohne Handstand, no day without a handstand, markiert uns darauf und ja, ich würde sagen, wir freuen uns darauf, von euch zu hören und ja, lasst uns wissen, ob ihr vielleicht eine Fortsetzung haben wollt. Das letzte Wort hat der Daniel, viel Spaß. Okay. Ja, ihr habt den Max gehört, wir blenden euch einmal hier unten unsere Instagram-Accounts ein, da könnt ihr dann uns verlinken und den Hashtag benutzen, Hashtag schreiben wir nochmal hier oben rein. Viel Spaß beim Training
und vielleicht bis zum nächsten Mal.